Jalla, mein Perle. Eine Nacht wieder ohne dich. Wir sehen uns morgen beim Spiel. Pass auf dich auf. Und wenn was ist, Ruf Polizei. ruf Polizei. Ey, wa? Ist es Mila? Warst du? Ich habe auf dich gewartet. Was redest du? Ich habe doch auch hier auf dich gewartet. Ich war die ganze Zeit hier. Wir müssen uns beeilen, Mann. Der Zug kommt in 5 Minuten. Okay. Ist das ein Center? Mila, das ist ein Hauptbahnhof. Hier fahren nur Züge. Aber wieso sieht es hier aus wie ein Center? Hier gibt es auch viele Läden. Aber eigentlich ist das ein Hauptbahnhof. Muss ich doch. Denkst du, ich bin dumm? Wieder Mila da, ich und Nada und Luisa. Die Luft hier geht gar nicht. Die Luft hier geht gar nicht. Die Luft geht gar nicht. Hallo, Amerika. Angekommen. Jalla, let's go. Let's go. Let's go. Jalla, let's go. It's Mila time. Hey, wa. Wow. Hat sich in meinen besten Freund Kevin verliebt hat. Bye bye Amerika, wir gehen jetzt schlafen. Hey, wa. Amerika. Okay. Wir sind fertig. Einmal. Okay. Was glaubst du, was es hier so zum Frühstück gibt? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich nehmen soll, Leute. Wir sind bereit. Ich bin sehr, sehr aufgeregt. Auf jeden Fall. Cola Luna. Yeah. Hey, heute hat Nada ein Fußballspiel. Mila und ich gehen jetzt zusammen zugucken. Es ist ein richtig großes Stadion. Da ist Jindawi auf Yajima. Jindawi bindet 4 Gegenspieler. Und da ist er schon wieder, Nada Jindawi, der Top-Torschütze der Liga. 5 Treffer. Kampulka versucht, ihn zu stoppen. Der ist so trickreich und ballgewandt, möglichst doppeln. Ein bisschen Ball gespielt, ja, aber eben auch ganz viel Jindawi. Dem 1 Million Fans folgen, seinen Geschichten und Episoden in den sozialen Medien, die jeden Sonntag um 18 Uhr neu erscheinen. Hey, lange ist her, lange ist her. Es ist wieder Zeit für Fotos. Man muss auch arbeiten, wenn das Wetter nicht so gut ist. Es regnet, es ist kalt, es ist nass. Keine Lust, aber man zieht das Insta-Flancing durch. Insta-Flancing muss durchgezogen werden. Und ich kenne da auch keine Ausnahmen. Was denn? Zeig mal her, was du da gekauft hast. Wir haben ein neues Stativ. Kannst du einmal präsentieren? Okay. Dann wollen wir mal. Ist nicht immer einfach, habe ich euch schon mal gesagt. Sehr, sehr harte Arbeit. Okay, wir haben die Position. Es ist die Kackposition. Ja, dann Luisa. Krampf. Krampf. Nette. Ihr unterschätzt dieses Business. Ihr unterschätzt das. Immer wenn ich sage, Fotos machen ist schwer, ihr glaubt mir nicht. Nette. Was? Nette. Nochmal ein Krampf? Nette. Halt mal fest, halt mal fest. Wo ist es denn? Ich weiß nicht, sobald ich aufstehe, tut's weh. Neville Waller, du weißt nicht, wie schlimm es ist. Die hat einen Krampf, was soll ich machen, Bruder? Lauf mal bitte weiter. Was soll ich machen? Was bringt es? Keine Ahnung, ich mach irgendwas, Mann. Hartes Business, hartes Business. Haben wir's? Ja. Schauen wir mal, was dabei rauskommt ist. Ich blende das Foto jetzt ein. Ey, wie geht's deinem Bein? Ja, für mich auch. Auf einmal ist ich Physiotherapeut geworden. In keinem Erste-Hilfe-Kurs lernt man das. Krampf wegmachen vom Fuß. Könnt ihr mal sehen. Na, der Überlebenskünstler. Ihr denkt immer, Insta-Flancing ist so einfach. Einfach ein Foto machen. Nein. Es gehört Kackpose dazu. Es gehört schlechtes Wetter dazu. Das richtige Licht. Und ab und zu kann es sein, dass deine Frau einfach einen Krampf kriegt und du ihr Leben retten musst. Ich habe nicht ihr Fuß gerettet und ihren Krampf weggemacht. Ich habe ihr Leben gerettet. Könnt ihr mal googeln wegen Krampf, wie viele Leute schon draufgegangen sind. Was? Natürlich nicht, Luisa. Ich sag das so, damit es ein bisschen spannender rüberkommt. Könnt ihr mal googeln. Ey, Amerika, Amerika. Wir sind jetzt hier vor einem Fahrradladen. Luisa will unbedingt ein Fahrrad haben. Ey, jetzt hat sich gereimt. Luisa will unbedingt ein Fahrrad haben. Wir sind hier vor einem Fahrradladen. Okay.
Ja, fahr mal eine Runde. Nein, never, ich kann nicht, ich bin schwanger. Luisa, fahr nach Hause, du kennst den Weg nach Hause, ich renne gleich hinterher. Fahr. Go Luisa. Ey, die legt sich gleich auf die Fresse. Hat gerade jemand ein neues Fahrrad bekommen oder was? Wow, stark Luisa, stark, elegant, passt zu dir. Geh mal jetzt runter von Straße, Auto kommt, was ist mit dir? Wie machen wir das jetzt? Ich fahre mit Fahrrad, du fährst mit Auto. Nein. Doch. Kommt nicht in Frage. Ich lass dich nicht alleine mit Fahrrad fahren. Du solltest gerade 5 Meter fahren, du hast dich fast auf die Fresse gelegt. Nein. Du schließt dieses Fahrrad an, du gehst dir einen Kaffee holen. Und dann nicht mal 15... Kommst du mit Leifern. Und in nicht mal... Und in nicht mal 15 Minuten komme ich dich abholen mit Fahrrad, okay? Ja, okay. Haben wir noch einen Pullover im Auto? Okay, nimm. Amerika, ich bin bereit. Meint ihr, die Leute werden sich denken, warum hat er sich so angezogen? Wir haben immer noch Sommer. Nein, oder? Ich schwöre, heute ist kalt, 18 Grad. Plus auf Fahrrad, wenn du Richtung Wind fährst und der Wind kalt ist, ist wie minus 13 Grad. Frag doch Dings, Google. Yalla Luisa, I'm on my way. Halte durch, mein Perle. Hier müsste irgendwo Luisa sein. Was geht? Hallo Amerika, nach dem Training gönne ich mir gerne eine Pause. Dann setze ich mich mit meiner Perle an den Straßenrand in Berlin Mitte. Das ist meine Perle, das ist der Straßenrand, das ist Berlin Mitte. Und genieße ein Eis und trinke dazu ein Matcha. Wie geht's dir, du schwangere Frau? Gut. Wie geht's dem Kind? Gut. Ich freue mich so auf Imani. Ich mich auch, noch 65 Tage. Ja, kann man auch vielleicht 35 draus machen? Nein. Schwache Leistung. Eyo. Peace, kann ich mit in den Vlog? Niemals, hau ab, Mann. Luisa, man muss knallhart zu den Leuten sein. Wie kann ich hier mitmachen im Vlog? Ich gehe doch auch nicht zu ihr nach Hause, wenn er am Kacken ist und sagt, kann ich hier mitmachen. Wir arbeiten. Professionelle Insta-Flänzer. Geh mal jetzt in ein Büro rein, sag, kann ich mitmachen. Du kriegst Hausverbot. Polizei kommt, die geben dir keine Anzeige, die geben dir direkt eine Schelle. Was suchst du in diesem Büro? Und das hier ist mein Büro. Was kommt der und sagt, kann ich hier mitmachen? Was? Magst du es, wenn dein Mann so konsequent ist? So muss sein. Weg von Kamera. Da hinten spielen irgendwelche Typen Musik. Gefällt mir. Hat ein bisschen Vibe. Mach die Musik wieder an, Mann! Was? Mach Musik an, Mann! Ja, ja. Aua! Genau, das ist meine Musik. Da-da-da-da. Yes, sir! Ich komm dir gleich rüber. Da-da-da-da. Tschak, tschak, gleich, wenn ich rüberkomme. Schumila. Nadir. Hä? Hol mich sofort ab. Warum? Ich hab einen neuen Hit für euch. Einen neuen Hit? Ja. Wie heißt der? Mila Time auch. Auch Mila Time, okay. Okay Leute, ihr habt gehört. Bist du dir aber sicher, ist es ein krasses Lied oder ist es nicht so krass? Ja, perfekt, krass. Bald nicht mehr allein. Luisa, bitte wein. Nie wieder, Imani ist bereit. Wenn wir nicht gestorben sind, leben wir noch heute. Seid ihr eingeschlafen?